Lieber Niki, zwei Jahre Pause. Jetzt ist es endlich wieder soweit und das mit einem der größten Künstler, die Österreich hier hatte. Leider nicht mehr unter uns, aber repräsentiert durch viele andere. Wie fühlst du dich heute? Also heute bin ich unglaublich glücklich. Es ist eine große, große Herzensangelegenheit, dieses Konzert. Der Hans war ein lieber Freund, ein lieber, lieber Wegbegleiter und ich hatte 1994 die große Ehre und das große Glück, ihn noch veranstalten zu dürfen. Wir haben dieses Konzert damals Gott sei Dank mitgefilmt und mit diesem Schatz, mit diesem Juwel bestreiten wir heute einen großen Tribute-Abend und das, glaube ich, Schöne daran ist, dass ich es mit den Wegbegleitern mache, die, ich glaube, es gibt nur die Ravitsch-Brüder und den Herrn Viehweger, die dieses Thema Falco überhaupt angreifen dürfen. Und gemeinsam mit der Originalband, glaube ich, werden wir heute den Fans hoffentlich eine große Freude machen. Und ich weiß, der Hans sitzt oben und schaut runter, was ich da treibe. Und ich habe mich bemüht, sagen wir mal so. Ich hoffe, er ist nicht enttäuscht. Da bin ich überzeugt, dass er uns heute sieht. Und vor allem bei diesem schönen Wetter, du hast ja eigentlich immer, immer Glück. Und dieses, genau das gleiche, strahlende Sonnenschein. Ja, Gott sei Dank, das ist, weil ich so brav bin, das Ganze. Ja, das ist der Lohn. Na, gestern Abend hatten wir noch unsere Zweifel, aber jetzt geht's Gott sei Dank schon gut. Alles klar. Willst du dich an irgendwas Spezielles erinnern, wo du sagst, das erinnert mich total an Hansi Hölzel bzw. an Falco, was ich mit ihm erleben durfte? Ja, ich muss sagen, mein Vater und der Hans hatten eine sehr tiefe Freundschaft, die sie auch sehr oft begossen haben und meistens ab 2 Uhr morgens haben die beiden dann gekocht und haben versucht, Schnitzel zu machen. Meistens ist es schief gegangen und die einzigen, denen es noch geschmeckt hat, waren die beiden selbst. Und wir sagen, das muss ich oft denken, wenn ich an den Hans denke. Es ist immer mit einem lachenden Auge und es ist immer schön. Das ist schön. Niki, vielen Dank. Danke. Lieblingslied kann natürlich in Burgersdorf durch Mozart und Rock Amadeus sein. Super. Danke. Das erste Mal wieder ein Konzert und das bei diesem Prachtwetter. Was sagen Sie dazu? Ich glaube, wir haben es uns alle verdient, dass wir bei diesem Wetter endlich wieder mal ein Open Air genießen dürfen, dass wir in Burgersdorf zeigen können, was wir auf die Beine stellen können. Und dank unserer Sponsoren können wir das auch wirklich heute so toll stattfinden lassen. Es ist mir wirklich eine Freude. Und was sagen Sie dazu, weil es ist ja eigentlich das erste Mal, dass der Künstler, um den es geht, leider nicht mehr im Leben ist, sondern durch viele andere mehr oder minder repräsentiert wird. Was haben Sie für einen Zusammenhang noch mit Falco? Wir sind ja doch noch eher jung aus dem Grund, aber was ist Ihr Zusammenhang mit Falco? Falco habe ich hier schon in diesem Lokal im Nicodemus live gesehen. Falco hat meine Jugend geprägt, viele Menschen in Österreich geprägt. Er ist einer der bekanntesten Künstler überhaupt, die wir jeweils in Österreich hatten und haben. Nach Mozart würde ich mal sagen. Und es ist einfach wirklich enorm zu sehen, mit welchem Enthusiasmus und welcher Freude auch die anderen Künstler dabei sind, diesen Künstler interpretieren zu dürfen und zu huldigen dürfen. Das freut mich sehr. Ich wünsche uns allen wirklich wunderschönes Wetter. Haben wir, das heißt, einen gelungenen Abend und ich hoffe, dass das heutige Abend 2 Jahre Corona wettmacht. Ja, hoffe ich auch. Viel Spaß. Dankeschön. Dankeschön. Heute nach 2 Jahren Corona-Pause das erste Mal wieder ein Konzert zum anlässlich eines Künstlers, der leider nicht mehr unter uns ist. Was verbindet dich mit Falco? Ja, Falco war meine Generation. Ich bin aufgewachsen mit seinen Liedern. Junge Römer, eins meiner Lieblingslieder. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir jetzt nach diesen 2 Jahren Corona-Pause eigentlich, die wir hatten, mit Falco starten können, mit großartigen Künstlern, die bei uns wieder im Burgersdorf Falco interpretieren. Ich freue mich selber riesig dort, nicht nur als Vizebürgermeister, sondern auch als kleines Kind sozusagen und Jugendlicher. Das freut mich sehr. Und das nächste ist, die Künstler, die heute alle hier sind, ich meine, gibt es da jetzt irgendeinen besonderen, wo du sagst, das ist dein Lieblingskünstler, dass der heute wirklich Falco repräsentieren darf? Also speziell würde ich gerne keinen herauspicken, weil alle großartig sind. Ich konnte ja schon beim Soundcheck auch sehen, was da abgeht und ich kann nur sagen, es wird großartig. Es ist wie früher, wie ein Jugend-Backflash ohnegleichen. Und dank an die tollen Interpreten, die uns helfen, weil sonst hätten wir als Band, könnten wir das nicht spüren. Wir brauchen diese Stimmen und da sind wir froh. Und es ist wie eine Dusche. Ja, eine Dusche in der Jugend. Jungbrunnen sozusagen. Was würde Falco sagen, wenn er heute hier wäre? Ich würde sagen, was zahlt's? Das ist gut, ja. Das gefällt mir. Ja, und ist es irgendetwas, wo Sie sagen, das würden Sie ihm heute wirklich als Nachricht schicken, ins Universum, wo immer er sitzt, nein, auf seiner Wolke? Ich glaube, wir schicken die Nachricht an das Publikum, weil das ist einfach, das sind Nummern, die stehen für sich, auch wenn sie in den 80ern verhaftet sind, aber man wiebt sofort mit, glaube ich. Ja. Das ist die Botschaft. Freue mich riesig und danke. Bitte sehr, freue mich auch schon.
Herr Gregory. Ja, bitte. Ja, ja. Sie sind einer der Interpreten. Ja, na, Roman, ich kann auch Roman sagen, sehr gerne. Dann lieber Roman. Roman, du bist einer der Interpreten heute. Und gab es irgendein Lied, wo du sagst, das verbindet mich speziell mit Falco? Naja, es ist natürlich sämtlich, wir spielen da heute eine Playlist, wo jeder eine Verbindung damit hat, mit jedem einzelnen Song. Mein Einstieg war damals Emotional und gar nicht, dass diese die großen Hits, also Amadeus und Kommissar, habe ich alles ein bisschen, alles bei mir vorübergezogen und dann eigentlich das, was man am wenigsten vermutet, dann wo das Herz ausgepackt wird, wo dann wirklich die Emotionen gezeigt werden, dort hat er mich gekriegt und das ist bis heute so. Und ja, aber wir sind ja dann... Ich bin ja mit dem Övre aufgewachsen und das ist alles wie, also man braucht mir jetzt noch keine Mathematik-Schularbeit mehr fragen, aber ich kann jeden einzelnen Falco-Text zumindest nicht lückenlos, ja, aber mit dem zu tun habe, auf alle Fälle. Das ist ja das Wichtigste für den heutigen Abend, oder? Ja. So ist es, so ist es. Ja, vor allem, wir haben es ja damit ausschließlich Falkologen zu tun im Publikum, die wissen das alles ganz genau. Also die kennen alle Texte auswendig und da braucht man sich nicht einbilden, dass man da irgendwas improvisieren kann oder sonst was, sondern da kommen schon nachher diese Fingerzeiger und sagen, das war aber nicht so, da haben wir schon irgendwie was gehört. Das war, also das wissen wir, ja, das wissen wir und dementsprechend sind wir vorbereitet. Sehr schön, ich freue mich. Also man kann mich um 4 in der Früh aufwecken, ich kann sofort, Mutter, abgemacht, die Tänzer sind gestoppt. Tini Keinrath, ein Superstar in Österreich, nicht nur durch die Rounder Girls, sondern auch so wirklich traumhaft super Stimme. Was verbindet Sie persönlich mit Falco? Na, immerhin waren wir beide Mitglieder der Hallucination Company, wenn auch nicht gleichzeitig. Wir sind uns fast nie begegnet, nur ein einziges Mal habe ich ihn im Aufzug getroffen. Ich runter, er rauf in die Onyx Bar. Und es war so schön klassisch, weil er hatte eine blonde Frau daneben und er hatte einen Kamm ausgepackt und da war so ein Spiegel in dem Lift und er hat sich die Haare gekämmt und ich habe mir gedacht, ja, yeah, so gehört das, passt, genau so ist Falco. Mehr habe ich leider nicht mit ihm erlebt. Frau Perron, herzlich willkommen als letzte Lebensgefährtin vom Falco. Was empfinden Sie heute, wenn in seinem Ehren so ein großer Konzertabend stattfindet? It's a wonderful thing. After such a long time, because he played here before, even before I was in a relationship with him, and to see the young people that were not even born, and I mean, this is incredible that his music is still alive, and I see young people in the crowd, 15 Jahre alt oder so, and this is for me total unglaublich. Yeah. Das ist so schön, das ist gut für die Seele. Das heißt, Sie erinnern sich dann sehr, sehr gerne natürlich an heutigen Abend, kommt dann auch sicher diverse Stimmung oder Emotionen hoch. Was war für Sie eigentlich die schönste Zeit mit Falco, wo Sie sagen, wow, also das möchte ich meinen Lebtag nie mehr missen? Of course I had shared a lot of emotional moments with him and different experiences in the Domrep, in Gersenkamp, and also in Schodenfeldkasse in Wien. And I just want to remember the good things because I'm not the type of person that hang on the bad things. Mm-hmm. He was who he was. Yep. Regardless, he was a genius. And this is, for me, very special because now that I can understand German better, when I listen to his music, I say, oh my goodness, he was a poet and he was avant-garde. He was total ahead of his time. And this is, for me, God say thank that I can understand German now much better, because now I can understand the lyrics much better, and this is for me something very emotional now after 24 years, and this is besonders, Das verstehe ich. Es ist wunderschön und danke auch, dass Sie hier sind und auch mit uns gemeinsam diesen Abend genießen. Danke und ich hoffe, wir genießen es alle. Danke vielmals. Was ist Ihr persönliches Lieblingslied noch von Falco? Vielleicht gibt es so etwas oder vielleicht auch persönliche Zeilen von ihm? Many people ask me the same question on and on and I don't have any favorite one.
I like them all because they have their own style with different lyrics and or grooves, and in certain songs he raps or he switched from German to English. But of course, I love Der Commissar and Rock Me Amadeus, but I love the other songs. And in America, Falco is known as the godfather of rap. Oh. Eminem, 50 Cent, and all the big rappers, they all look up to Falco. Oh. Yes? Well, yes. Yes, total, total. Yeah. And Austrians should be proud. This is, wow, incredible, you know? And I know the Austrians are proud. And for me, this is, always touching my heart. Yeah, yeah, das glaube ich. Ja. Was glauben Sie, wenn Falco heute hier unter uns wäre, was würde er denken, was würde er gerade empfinden? If he would be here today, he would be on stage. Yeah, that's true. So thank you very much. You're welcome. Thank you. My pleasure. Yonder stands your orphan with his gun. Crying like a fire in the sun. Come back. Stop that. Thank you.
Gregory! And my ladies and gentlemen, wir steigen jetzt zurück für die Stars des Abends. Bitte, die Herren, kommen Sie in die erste Reihe. Kommen Sie in die erste Reihe.